Hallo, wir sind's, der Sarata und der Gronkh. Nein, offensichtlich nicht. Ich habe mir die Haare mal abgeschnitten und mich rasiert. Steht dir aber. Ja. Sieht gut vielen aus. Vielen Dank. Also, wer ihn nicht kennt, das ist der Patrick aka PayZ. Hallo. Ein toller YouTuber. Geht mal seinen Kanal besuchen. Können wir bestimmt auch gleich mal die URL einblenden. Ja, und wer mich nicht kennt... Das ist der Fabian, der Florian. Silber. Oh, ich habe gedacht, wir kommen einmal durch diese Scheiß-Sendung durch. Ja? Kannst du bitte mein Studio verlassen? Tut mir leid, ich gehe. Danke. Ist natürlich nicht mein Studio, sondern natürlich Gronkhs und Saratas Studio. Aber die beiden machen ja gerade, wer es nicht mitbekommen hat, Urlaub in Nepal. Was? Und ja. In Nepal? In Nepal. Wo ist das denn? Ach, vergiss es. Ist das in Deutschland? Ja, nein. Eben. Und deshalb haben wir beide ja auch gesagt, da wollen wir gar nicht hin. Was soll denn das? Da? Also Nepal. Ich meine, da ist ja nichts, was willst du da machen den ganzen Tag? Da ist ja nichts, ne? Da kannst du ja wirklich nichts machen. Ist ja endlang, weil du hast nur wunderschöne Natur. Elefanten, tolle Flüsse, den höchsten Berg der Welt, großartige Gebirge und... Das war's schon. Wollte da nicht hin. Nee. Nepal nervt. Nepal nervt und das ist auch der Hashtag für heute. Also, wenn ihr mitreden wollt bei dieser Sendung, auf Twitter, Hashtag hinten dran, Nepal nervt. Denn tatsächlich, niemand will nach Nepal, denn Nepal nervt so sehr. Ein Beispiel. In Nepal haben überhaupt nur 600.000 Leute Internet. Der Gronkh. Der hat 5-mal mehr YouTube-Abonnenten, als es in Nepal überhaupt Internetanschlüsse gibt. Das nervt doch wohl, oder? Nervt ganz krass. Auf jeden Fall, und, total. Das ist schlimm. Das hat das zweitlangsamste Internet der Welt. Ja. Das Einzige, wo es angeblich noch langsamer ist, ist Libyen. Aber, ne? Also, nervt. Nepal nervt einfach. Schrecklich, ja. Schrecklich. Und Nepal hat zum Beispiel auch den gefährlichsten Flugplatz der Welt. Aha, okay. Ja, in, weiß ich nicht mehr, irgendwo in Nepal. Man kann mal kurz hier auf meinen Desktop schauen. So sieht der nämlich aus. Das sieht so rum ja noch ganz, ganz harmlos aus. Ne? Das ist halt eine Landebahn, hinten fliegen die Flugzeuge runter. Was man nicht sieht, auf der anderen Seite ist halt ein Berg. Also wenn du da jetzt landen willst. Sieht aber auch nicht so lang aus jetzt, ne? That's what she said. Ja, ist so. Na, ich meine, wenn du dich einmal verlandest, ne? Ja, die können halt nicht nochmal durchstarten. Die können nicht sagen, okay, ne? Wird zu knapp. Die müssen dann halt, die fliegen dann halt gegen den Berg. Die müssen dann, während sie dann hinten schnell noch rechts abbiegen, um überhaupt heil zu landen. Wer will denn da hin? Will doch keiner hin. Nepal nervt. Und just auf diesem Flughafen werden Gronkh und Saratar versuchen zu landen. Wenn es nicht funktioniert, ist natürlich schade. Ich meine, da wird dann auch keiner sagen, oh je, Gronkh und Saratar sind hier gestorben. Die kennt ja da keiner. Aber dann musst du, musst du die Show jetzt übernehmen, ne? Also wenn die da nicht landen können, beziehungsweise gegen den Berg fliegen, dann... Oh Gott. Hast du ein Problem. Ja, das wäre schrecklich. Mehr Toleranz für Nepal. Ah, wir haben ihnen sowieso nur Pläne gemacht, wo sie irgendwie streicheln mit Tigern und Hoden massieren bei Elefanten. Natürlich. Also alles ganz harmlose Geschichten. Wildwasserraften in einem Fass. Ja. Ja. Genau. Die werden nachher auch sagen. Ich warte auf das erste Hashtag von Ihnen, Nepal nervt. Ja, die beiden sind wirklich gerade jetzt auf dem Weg oder schon im Flugzeug drin und sind deshalb eben die nächsten 2, 2,5 Wochen unabkömmlich. Und deshalb tut es mir sehr leid, sitze ich die nächsten 2, 3 Folgen hier in diesem Studio. Du tust mir total leid. Tut mir auch sehr leid. Du tust mir nicht ganz so leid, denn du bist nächste Woche nicht mehr mit dabei. Dafür andere tolle Leute, die ich an dieser Stelle mal grüßen werde. Ja, und zwar der Mafuyu und... Hallo Dennis. So, habe ich das. Und die Curryplatte. Was? Currywurst. Aber da muss ich an dieser Stelle nochmal grüßen. Also wirklich die ganze Palette. Also den Dennis natürlich, die Jule und Major und Bronze und den Sascha und so die ganzen Leute hier. Weil das habe ich denen versprochen. Jetzt habe ich irgendeinen bestimmt vergessen. Auf jeden Fall seid alle mal gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, nächste Woche dann mit dem Curry und mit dem Dennis. Wird bestimmt auch lustig. Du tust mir auch ein bisschen leid. Das hat mir keiner gesagt, dass der jetzt hier so schamlos Werbung macht. Können Sie bitte sofort Werbung? Ich habe nur die Leute gegrüßt. Ja, das ist richtig. Hallo, ihr Lieben da draußen. Und natürlich auch ihr Zuschauer. So, aber für all die, die sagen, oh Mann, Gronkh und Saratar jetzt 3 Wochen nicht zu sehen und dann nur dieser Affe da mit der schlechten Frisur. Es gibt Hoffnung und zwar nächsten Dienstag in Form eines Horror-Specials auf MyVideo mit Erik und Walle und da gibt es auch was zu gewinnen und zwar eine PlayStation 4 und das wunderbare Spiel The Evil Within. Also auch wieder hier, ne, am Dienstag auf MyVideo. Ist da natürlich nicht live, denn
geht er nicht aus Nepal, denn Nepal nervt. Ja. Ja. 256k, ne? 60% der Leute surfen unter 256k in Nepal. Da gibt es noch das Holzmodem, ne? Das so, ja, die rufen da die Einsen und Nullen in ihr Dosentelefon. Die haben da nicht mal richtiges Telefon. Ja, wer will da hin? Die haben wahrscheinlich zwei Dosen mit so einem Seil dazwischen. Ja, ja, genau, genau. Und dann, ach ja, wunderbar. Nein, es ist bestimmt ein ganz zauberhaftes Land. Ich bin ein bisschen traurig. Aber gut, wer es gar nicht mal bis Dienstag aushält, der kann jetzt zum Kiosk laufen. Wenn ihr das noch kennt, sind diese Häuser, wo sie Zeitschriften verkaufen. Das ist Wörter auf Papier. Das gibt's noch? Ja, ja. Unglaublich. Setzt sich aber auf Dauer, glaube ich, nicht durch. Man kann sich da eine Bravo kaufen. Ich habe gesehen, die kostet nur noch 1,50. Das kann man ja fast mal machen. Und dann schaut mal, wer da vorne drauf ist. Rihanna. Geil, oder? Ja, könnt ihr ein bisschen was über Rihanna lesen. Nein! Da ist natürlich auch neben Rihanna. Tokyo Hotel? Genau, Tokyo Hotel. Also wirklich, mehr braucht man nicht. Rihanna Tokyo Hotel 1,50 geschenkt. Komischerweise da, aber hier auch noch dran, The Menschen. Ja, guckt mal, da sind sie, der Erik und der Walle. Und dann noch dieser komische Typ mit der komischen Frisur. Kannst du mir die Loops geben? Die Loops? Ja, Moment, gib mir die mal. Was sind denn die Loops? Da vorne. Ach so. Ach ja, die gibt's auch noch dabei. Wolltest du mir geben, hast du mir eben in der Probe versprochen. Ja, ach, was ich in der Probe verspreche. In der Schaut Probe mal hinter euch. Habe ich mich so oft versprochen. Oh mein Gott. Oho. Ja, guckt mal da. Hier sind auch noch so Loops dabei, auch voll gut. Ich weiß nicht, was sind so Cockringe, glaube ich. Ich weiß es nicht, zieh mir die nachher einfach mal an. Ja, ich möchte nicht wissen, wo. Ja, und da gibt's einen Artikel über The Menschen und diese Menschen aus der Menschen. Und das sind ja ganz viele Menschen. Ja, ich glaube, weil nur David und ich auf die Fragen der Bravo reagiert haben, sind wir halt drin. Werden wir halt geinterviewt. Das ist ein wunderbares Bild. Ja, das ist wirklich schön. Aber Bild ist ein sehr gutes Stichwort. Das hätten wir proben können. Das hätten wir nicht besser proben können als so. Denn, und damit kommen wir zu den News, das war ja auch in der letzten Woche irgendwie ein großer Aufreger. Stichwort Bravo und Stichwort Bild. Le Floyd schrieb auf seiner Facebook-Seite, ich bin mit Poster in der Bravo, aber ich habe damit nichts zu tun. Hat eine relativ große Welle geschlagen. Das kam dann bei WhatsApp auch vor. Mr. Trashback hat das eben thematisiert. Viele andere Online-Medien haben das thematisiert und haben gesagt, ja, schaut euch das mal an. Das ist doch, kann doch nicht wahr sein. Ich habe das auch nicht glauben können, kann es sein, dass die einfach irgendein Bild nehmen und da ein Poster draus machen. Es ist aber nicht ganz so dramatisch, wie es klingt. Also das waren wohl das war halt ein Agenturfoto. So wie diese Fotos von uns jetzt aus The Menschen auch. Die haben wir da im Hause gemacht von einer professionellen Fotografin von Getty Images. Das sind ja die immer hier die ganzen, bestimmt, die echten Stars knipst. Die echten Stars. Und ja, und dann kann man die eben, wenn man ein Magazin ist oder was, da kann man die eben halt kaufen oder halt lizenzieren, kann sagen, dann benutze ich die. Und natürlich fragt man dann den Star dahinter, den fragt man nicht jedes Mal. Und das wäre auch, also theoretisch wäre es machbar, dass irgendwie jetzt die Bravo sagt, irgendwie dieses Bild von The Menschen für, ich weiß nicht, was sowas dann kostet, da kaufen wir jetzt die Lizenz, dass wir da auch ein Poster draus machen. 50 Euro. Würde mich auch keiner fragen, ob ich das will. Ich finde es aber geil. Nee, ich habe alles erreicht. Kurz vor 38, nochmal, 39 nochmal in die Bravo gekommen. Super. Ich hätte auch gern gleich noch ein Autogramm von dir dann. Ne? Ja, kannst du haben, auf meinen Starschnitt. Du hast ja da Teil so 1, der linke Hoden. Ja. Der passt aufs Foto. Ja, das ist eine Doppelseite. Ja. Okay. Ja. Ja. So, und du? Hast du auch mal was erlebt in letzter Zeit? Erzähl doch mal, wer bist denn du überhaupt? Was machst denn du überhaupt für die Leute, die ich nicht kenne? Ja, was mache ich denn überhaupt? Keine Ahnung. Ich bin jetzt durch Zufall einfach hier, ne, weil ich nicht in Nepal bin. Ja. Ich bin im Grunde auch eigentlich nur ein ganz normaler YouTuber oder Let's Player. Und wenn ich gerade nicht irgendwie aufnehme oder so, dann bin ich halt bei der Playmassive bzw. bei Playnation und schreibe da halt Artikel, News oder kümmere mich halt um die Videorubrik und alles um Games und so drumherum. Und du hast auch eine News mit dabei? Ja. Sag doch mal. Ja, Tatsache. Dann mache ich mir das einfach nochmal hier professionell auf, weil ich habe hier ganz viele Tabs auf. So. Assassin's Creed Unity erscheint ja am 13. November. Für Xbox One und PS4 und natürlich auch für den PC. Und überraschenderweise sind da jetzt so ein paar Informationen rausgekommen, in welcher Auflösung bzw. in welcher Framerate das laufen wird. Und das ist ganz interessant. Da werden sich wahrscheinlich die PC-Spieler so ein bisschen
Ja, ich glaube, die werden sich ein bisschen freuen, weil, wie es heißt, offensichtlich wird es wohl wirklich so sein, ist ja jetzt nur noch ungefähr ein Monat, ne, bis es dann erscheint, wird dann Unity in 900p, also eine Auflösung von 900p und 30 Bildern die Sekunde laufen. Also das ist jetzt nicht viel für den Laien? Das ist jetzt also keine Full-HD-Auflösung, das wird wahrscheinlich dann hochskaliert und so, ne? Aber es ist halt keine Full-HD-Auflösung und ja, viele waren dann natürlich so ein bisschen enttäuscht und dachten, dass man dann das so ein bisschen runtergeschraubt hat, ne? In technischer Hinsicht und so. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aufgrund der, ja, des Prozessors ist es wohl gemacht worden, weil man muss mal dazu sagen, bei den vorherigen Teilen, da sind ja die ganzen NPCs und so, die da halt da dargestellt werden, ne? Und das waren, glaube ich, 100, 150 und bei Unity sind es halt mehrere hundert und das schafft wohl der Prozessor von den neuen Konsolen nicht. Haha. Und deswegen wurde wohl das ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Ist ganz lustig, wenn man sich mal vorstellt, das sind ja eigentlich die neuen Konsolen, ne? Ja, eben. Das, lustig ist das eine, was man dazu sagen kann. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, denn diese Konsolen sollen ja nur mal so 2, 3 Jahre noch irgendwie da die Platzhirsche sein in ihrem Metier. Und man merkt jetzt schon, die sind, möchte nicht sagen veraltet, aber die sind veraltet. Also man könnte es theoretisch schon so sagen, ja. Also, ja. Ich muss dazu sagen, also so die Weitsicht und so, ich habe mir das gestern nochmal angeguckt bei Ubisoft. Sieht zwar alles ganz cool aus, aber man sieht halt, ich weiß nicht, ob sich das innerhalb von einem Monat jetzt nochmal ändern wird, aber man sieht halt zum Beispiel, dass Objekte oder Texturen aufploppen und so, wenn man halt dann drauf zuläuft auf eine Mauer. Und ja, ich weiß es nicht. Ich finde das ein bisschen enttäuschend, aber wir sind ja sowieso PC-Spieler. Insofern ist uns das eigentlich egal. Ne? Das ist mir insofern, sagen wir mal, nicht egal, weil bei mir dann immer so ein bisschen eine gewisse Häme mitschwingt, weil man irgendwie seit Jahren sagt, ja, der PC, der ist halt bald, als Spielemedium ist der tot. Und tatsächlich, wenn du dich im Ausland umschaust, in Amerika oder was, gehst da in den GameStop, da gibt's ganz hinten irgendwo neben dem Gästeklo gibt's dann ein Regal für PC-Spiele. Und da stehen dann eben 10 Titel und dann war's das. Und wirklich, die Welt spielt eigentlich nur noch auf Konsole. Und jetzt sieht man halt wieder, der PC kann eigentlich viel, viel mehr. Ich meine, ich kann es natürlich verstehen. Ich meine, ich habe einen Rechner, da sind 2 GeForce Titan drin. Davon Klar. kannst du dir mehrere Spielkonsolen kaufen. So ein PC kostet natürlich auch ein bisschen mehr, wenn du jetzt 800 Euro investierst, ne? Ja. Aber hast du natürlich auch mehr von. Ja, ja. Aber das gibt mir immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass man sieht, okay, diese Spiele werden immer noch irgendwie auf dem PC offensichtlich entwickelt. Und wenn so ein Spieleentwickler so richtig sich freien Lauf lassen will und wirklich alles machen will, was er möchte, denn da bist du ja bei so einem Punkt, will ich jetzt 100 NPCs in diesem Spiel rumlaufen haben oder will ich da 300, 400 haben? Und wenn der Entwickler sagt, ich hätte aber gerne in meinem Spiel 400 Leute, die auf der Straße rumlaufen, dann muss er offensichtlich auf dem PC entwickeln. Und wenn die Publisher da noch so weit gehen, zu sagen, okay, wir nehmen eben diese Version und machen da eben auch eine PC-Version draus und nehmen nicht die Master der Konsolenversion und machen davon eine schmutzige Kopie auch für den PC, dann fände ich es geil. Tja, so ist es leider. Was sagt ihr dazu? Twittert's in die Welt. Gerne auch nach wie vor mit dem Hashtag Nepal nervt, denn Nepal nervt immer noch. Nepal nervt immer noch. In Nepal sind 8 der 10 höchsten Berge der Welt. Das heißt, das ist, weißt du, wie steil das auch ist? Nee. Ne? Wenn du jetzt hier schon irgendwie in den ersten Stock immer mit dem Aufzug fährst, dann lauf du mal durch Nepal. Da geht aber die Pumpe ordentlich an, sag ich dir. Ja. Und dann fuddeln sie aber noch, denn der Mount Everest mag vielleicht der höchste Berg der Welt sein, wenn man von normalen Null zählt, also vom Meeresspiegel nach oben, aber wenn du vom Fuße des Berges zählst und guckst, wie hoch geht's da, dann ist nämlich der Mauna Kea auf Hawaii, in Hawaii, um Hawaii herum, in echt der höchste Berg der Welt. So ist es nämlich. Was du alles weißt. Ja, ich weiß, das ist unglaublich. Du hast, glaube ich, eben ein paar Wikipedia-Seiten auswendig gelernt. Ja, das ist ganz schlimm mit mir, was ich alles weiß. Weißt du, was ich noch weiß? Nee. PewDiePie ist unzufrieden mit seinem Netzwerk. Wer ist das? Ah, das ist so ein YouTuber. Ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, der macht so... Ah! Haben wir ja. Nee, PewDiePie natürlich der größte YouTuber der Welt mit 31 Millionen Abos. Den kennt halt in Nepal auch keiner, ne? Schade. Vielleicht eine Marktlücke, dass man da als Let's Player mal einsteigt in Nepal. Ja. Und der hat jetzt jedenfalls gesagt, ja, Maker bin ich unzufrieden mit und ich mache in nächster Zeit mein eigenes Ding. Ja, ich muss dann aber auch sagen, ich bin ja auch Vertreter eines Netzwerks, aber wenn man wirklich so groß ist wie PewDiePie, mit hunderten Millionen von Views am Tag, dann
da brauchst du wirklich im Zweifel auch kein Netzwerk mehr. Also wenn es einen gibt, der sagt, ich brauche kein Netzwerk mehr, dann ist es der da. Und, das stimmt, ja. Ja, der ist, hat eine Größe erreicht, wo er sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur noch mein eigenes Ding machen. Ich brauche da keine Maschinerie mehr hinter mir, die mich da irgendwie unterstützt und die mich vermarktet. Und denn offensichtlich braucht er keine Vermarktung mehr. Eigentlich braucht er gar nichts mehr. Ja, er hat ja auch selber gesagt, ne, dass er das gar nicht möchte, dass irgendwelche Leute dann für ihn die Videos vorbereiten oder sonst irgendwelche Leute im Hintergrund stehen und so. Er will das alles selber machen und kann er natürlich. Also er kann sich natürlich ein Netzwerk gründen, wenn er denn möchte. Oder er lässt es einfach, ne? Ja. Ich meine, er kann sich ja selber vermarkten irgendwie. Ich meine, er hat wirklich alle Möglichkeiten. Wenn er es einer hat, dann wirklich er, ne? Ja. Ja, das ist krass, wenn man das so erreicht hat, finde ich schon irre. Ich glaube, da kommt auch keiner mehr dran, ne? So schnell mit den Abonnenten und so. Ich meine, zwischen ihm und dem, der jetzt unter ihm steht, ne? Der Nächste, also da ist ja auch, glaube ich, eine riesen Lücke. Ne? Könntest dir nicht mal sagen, wer es ist. Aber ich weiß es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall kein Let's Player. Der macht am Tag so viele Abonnenten, wie andere Kanäle überhaupt erst Abonnenten haben. Der macht die einfach am Tag. Das ist schon, das stimmt, ja. Das ist absurd. Absurd auch noch, Geschichte bei dir, ne? Hat ein Typ auf dieser neuen iPhone-Super-Uhr da. Die Apple Watch. Die Apple Watch, so heißt sie. Keine Ahnung, bin jetzt nicht so der Apple-Mensch. Das ist ein Android. Ach so, das ist einfach nur so eine... Sprich da. Das, meine Damen und Herren, war die Sarah. Die macht nämlich heute, denn weil ja wirklich alle weg sind, keiner Lust hat zu arbeiten, macht die Sarah heute Regie. Das macht sie aber wunderbar. Dann muss ich das machen. Ja, Regie und Redaktion. Irgendeiner muss es ja machen. Also, ne? Entschuldigung. Wir werden sie später auch mal sehen. Aber ihr werdet sie noch ein paar Mal hören. Und auch die Sarah ist in den nächsten zwei Folgen auch noch mit dabei. Das wird ganz super. So, super. Und es ist ein was ist es für ein Telefon? Es ist eine Smartwatch. Also das ist so der allgemeine... Das ist nicht das Apple-Ding. Nee, das ist nicht das Apple-Ding. Ach so. Das ist ja auch noch gar nicht raus, glaube ich. Das kann sein. Okay, also das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus, das ist ja erst vor einiger Zeit, vor weiß ich nicht, 2-3 Wochen angekündigt worden und jetzt irgendwann dann auch rausgekommen. Und auf jeden Fall hat sich einfach ein 16-Jähriger, was macht man mit 16 Jahren, wenn man nichts zu tun hat? Ich hätte jetzt gesagt wichsen, aber ich weiß es nicht. Man installiert natürlich einfach mal Windows 95 auf einer Smartwatch. Kann man mal machen, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ob das jetzt sinnvoll ist, ich glaube, das hat auch nicht ganz funktioniert. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Und an dieser Stelle einfach mal an euch so die Frage, was wäre denn ein Feature, was ihr gerne noch hättet bei so einer Smartwatch? Zum Beispiel irgendwie ein Fallschirm oder so. Ein Würgedraht. Ein Würgedraht, so wie bei Hitman. Ne? Ja, Beispiel. James Bond. Ich habe das immer Würgedraht. Wo ist du dann hier an deine Uhr dann hier so? Ja, klar, da muss man halt durch. Ich glaube, sowas gibt's auch echt. So. Ja, wahrscheinlich. Also bei den ganzen Geheimagenten und so gibt es das bestimmt. Mein Bruder hat so eine Uhr, das ist so ein Klops. Mein Bruder ist auch so ein Klops, deshalb kann er auch so Uhren anziehen. Da ist dann so eine Reißleine drin und wenn du die ziehst, dann sendet die ein Notsignal in die Welt und dann kommt nach einer halben Stunde ein Hubschrauber, hol dich ab. Ja, das ist der okay. Du kaufst dann eben quasi mit diesem Service, dass du, wenn du irgendwo, zum Beispiel in Nepal, ja, in Nepal das irgendwo ziehst sitzt, du dann da dran, dann kommt da irgendwie so ein Schlauchboot raus. Da kommt hier der Batman und der macht dir so einen Ballon dran und dann kommt ein Hubschrauber und also du wirst dann irgendwie gerettet auf hoher See und überall. Das ist schon cool, muss ich sagen. Das ist schon cool. Also in Zukunft wird es da wahrscheinlich alles geben, oder? Also für mich, ich finde sowieso diesen ganzen Smartwatch-Kram, ich habe das Gefühl, wir leben da wirklich in so einem Science-Fiction-Ding. Also ich bin das ja, stimmt, ja so ein alter Hund. Für mich, wenn man früher irgendwie halt unterwegs war und in Urlaub gefahren ist, dann hat man halt vorher sich eine Karte aufgeklappt. Ja, in deinem Alter? Ja, und dann geguckt, wo fährt man dann da lang und welche Ausfahrt muss ich nehmen und auf welche Autobahn, wenn ich mal nach Spanien fahren will. Oder nach Nepal. Der kann es ja noch nicht mal hinfahren. Die haben auch keine Straßen, habe ich gehört. Die haben keine Straßen und weißt du was? Die haben nur 59 Kilometer Bahnlinie. Was? 59 Kilometer für ein ganzes Land. Wahrscheinlich am Flughafen. Ja, weiß ich nicht. Aber da kannst du nicht richtig Bahn fahren. Gut, in Deutschland kannst du ja auch nicht richtig Bahn fahren. Aber dafür haben wir wenigstens eine Küste. Nepal hat ja noch nicht mal eine Küste. Nein. Nee. Es liegt genau eingequetscht zwischen Indien und China und hat keine Küste. Also hier mal schönen Strandtag oder sowas kannst du voll vergessen. Ihr seid voll die Nepal-Mobber. Nepal nervt. Ist das so? Wer will schon Bahn fahren? Okay. Ja, ja, also Nepal ist halt Fabi das Nepal-Lexikon. Ja, es wird auch im Laufe der Show noch mehr wichtige
wichtige Nepal-News für euch geben. Sehr, sehr wichtig. Außerdem, was machen wir noch? Wir spielen Alien Isolation. Oh ja. Du spielst es schon auf deinem Kanal. Ich spiele es momentan, genau. Da können wir auch dann später nochmal. Geht ihr jetzt nicht hin? Jetzt bleibt ihr noch schön hier. Guckt euch die Werbung an. Irgendwo muss ich Kohle herkommen. Und was machen wir noch? Dann spielen wir mit euch. Achtung, die Kurve 2, Curve Fever. Super Spiel, das hat in der Probe schon so viel Spaß gemacht. Das habe ich Gong und Sarazar vor einem halben Jahr schon mal aufgenötigt, weil ich das einfach so gut finde. Ich weiß, das haben wir früher in der Schule immer gespielt. Irgendwie mit 4 Leuten dann an einem PC. Das ist einfach, es ist so super. Blöd ist, wenn der Lehrer das dann immer mitbekommt. Ja, wenn er mitspielt, dann wird's und ich wegownt. Dann ist das ein cooler Lehrer. Dann wird's schwierig. Und was spielen wir noch? Dann spielen wir noch Gauntlet. Nepal. Hä? Nix. Ich bin hier der Nepal-Hater. Ja, Nepal ist geil, aber wenn man halt zu Hause bleiben muss, dann nervt's. Nepal nervt. Jetzt gehen wir in die Werbung. Die ist geil. Bis später.